Das wunderbare Flair des Pfeiler Freischießens in der Stadt genießen konnte, dauerte es seine Zeit, bis er als 30-Jähriger schließlich den Weg in eine Kooperation fand. Dort lernte er den besonderen Zusammenhalt, die Kameradschaft unter den Kooperationsmitgliedern kennen und die Gemeinschaft aller Kooperationen schätzen. Kurzum, er kam mit dem Klebstoff einer Freischießen in Berührung und nie wieder davon los. Er engagierte sich als Fahnenbegleiter und als Zuführer seiner Kooperation. Beim Martini-Essen hielt er einmal eine Rede über die Angst des Schützen vor dem Königsschuss. In diesem Jahr legte er offenbar die Angst ab. Er schoss mit ruhiger Hand. Er war der zweite Schütze, gleich nach dem amtierenden Bürgerkönig 2011-2012. Vielleicht gab ihm dies die notwendige Zuversicht. Er schoss mit einem 490-Teiler einen hervorragenden Nagel. Die Nagelnummer 001 kennzeichnet deshalb in diesem Jahr die Bürgerkönigswürde. Der Kandidat ist 48 Jahre alt, von Beruf Polizeibeamter. In seiner Freizeit widmet er sich ganz der Familie und natürlich seiner Kooperation mit dem Pfeiler Freischießen. Aber auch in der Mitorganisation des Europa-Schützenfestes 2015 engagiert er sich. Der neue Bürgerkönig wird den Bürger jeder gehören. Meine Damen und Herren, Michael Lorkowski! Wohnt in Peine-Essinghausen und schlägt seine Residenz in Peine neben Kuhlenweg 24 auf. Ich frage den Königskandidaten, ob der Hauptmann Christopher Selle auf Ehre und Gewissen, ist der Königskandidat seinen Verpflichtungen nachgekommen und ist er Peiner Bürger? Ja. Herr Bürgermeister, vom Morbus Peitmann geheilt, verkündige ich Ihnen, der Königskandidat ist Ackerradler, Peiner und seinen Verpflichtungen nachgekommen. Danke. Damit ist Michael Borowski zum neuen Bürgerkönig des Peiner Freischießen 2012 proklamiert. Das ist nun die Könige zum neuen Ratsvorsitz.